was ich auch sehr gelungen fand, ist diese Idee, quasi zwei Flüchtlingen in den Gesicht zu geben und durch persönliche Gegenstände quasi dem Besucher, also mir, wie auch eine Nähe zu geben, zu persönlichen Fluchtweg sozusagen. Als ich so die Frage gelesen habe und gleichzeitig ist im Speaker, werden so die Fragen ausgesprochen. Und habe, glaube, in dem Moment, als ich es gelesen habe, habe ich die gleiche Frage gehört. Und habe fast wie Hühnerhaut bekommen. Und es ist wirklich so, wow. Extrem imponiert hat mir die visuelle Kamera, damit ich mich wirklich in die Situation einfühlen kann. Das ist für mich sehr intensiv und eindrücklich. Ich würde die Ausstellung sicher weiterempfehlen an einen Freund oder eine Freundin. Das ist einfach etwas, was man gesehen hat. Es ist extrem beeindruckend, was gewisse Menschen auch in jungem Alter schon leisten für die Gemeinschaft. Und das macht einem nachdenklich über sich selber, ob man nicht mehr auch schon hätte können machen oder sollte machen. Das ist auf jeden Fall motivierender, sich da irgendwie selbst zu engagieren und das Ganze auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.